Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Truckers MP. So, ihr seht auch schon, ich habe hier ein bisschen was am LKW geändert. Eigentlich nur hier das da oben. Und ihr seht auch schon, ah ne, und die Reifen hier. Ja. Ich habe hier auch, wie ihr hier sehen könnt, schon einen anderen Anhänger. Denn der ist nämlich auch in meiner Farbe lackiert, wie ich hier sehen könnt. Denn das ist tatsächlich mein eigener. Der Anhänger hier gehört mir nicht. Ich habe mir nämlich ein paar Anhänger gekauft. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz nice. Wir können mal kurz den Motor starten. Gestartet. Ja. Okay, so, perfekt. Ich mache auch Umleuchten an, dann seht ihr, das sind hier so Blitzleuchten. Ich finde eigentlich die Blinker auch ganz geil, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine geiste Sache. Eine sehr geiste Sache ist das. So, und wir fahren jetzt hier einmal kurz rum. So, denn wir müssen hier mal kurz zum Dingens hingehen. So. Denn wir machen heute einen Job. Und normalerweise würde ich ja auf Dingens drücken hier. Auf schnelle Aufträge. Ne, auf Aufträge einfach. Ne, auf. Ja, auf Aufträge, genau. Aber das mache ich nicht, denn ich drücke hier auf Frachtmarkt. Und dann seht ihr schon, kann ich jetzt hier auswählen, was ich haben will. Beispielsweise kann ich jetzt hier sagen, na komm, wir fahren hier nur 100 Kilometer kurz von Trafenmünde nach Hamburg. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch. So, mach mal kurz hier mein Game-Sound ein bisschen lauter. So, und jetzt fahren wir mal kurz wieder rückwärts. So, ich habe übrigens bald das neue Lenkrad, also praktisch den Logitech-Lenkrad. Das Logitech-Lenkrad. Genau. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen, Alter? Ah, Mist, jetzt habe ich mich hier festgefahren, voll. Gleich habe ich es, ich hab's gleich. Komm, ein bisschen mehr Stoff jetzt hier. Oder fährt er jetzt ernsthaft nicht dran vorbei oder was? Boah, ich wollte schon sagen, der ist echt nicht gefahren. Egal. So, wir müssen jetzt mal kurz gucken, wo hier unser Anhänger ist tatsächlich. Ah, noch eine Runde. So. Ich weiß nämlich nicht, wo der Anhänger steht. Boah, jetzt ist hier auch noch ein Anhänger am Stehen. So, hier ist der. Ernsthaft, ich muss so hier hinten reinfahren. Das ist ja scheiße. Ich frage mich jetzt, wie ich das schaffen soll. Okay, probieren wir das einfach mal aus. So, jetzt komplett einschlagen hier. Jetzt müsste ich gleich praktisch schief sein. So, wir müssen jetzt hier mal kurz kicken. So, jetzt mal kurz ein bisschen gerader werden. So. Dann wieder einmal drehen. So. Dann wieder gerade fahren. Okay, jetzt glaube ich ein bisschen mehr nach links wäre angebracht. So. Ich müsste es jetzt haben. So, wieder ein bisschen weiter drehen. Bisschen weiter noch.
Oh, ich kann sogar schon so stehen bleiben. Das nehme ich doch gerne an. So. Motor wird ausgeschalten und jetzt seht ihr ja schon, die Fracht wird aufgeladen. So, hopp, 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 hopp jetzt. Okay, wir fahren los. Ja, wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt nach Trafenmünde mit dem Gefährt hier. Können uns den nochmal hier kurz von außen angucken. Boah, das sieht schon geil aus, ey. Das feiere ich. So, ich bin auch ein bisschen erkältet. Das heißt, falls ich hier ein bisschen so rumschliefe, tut es mir sehr leid, ja? Das ist natürlich nicht mit Absicht. Irgendwie ist natürlich wieder der Monat, wo man nur krank ist. Aber das muss man halt überstehen, ne? Und ich meine natürlich, dass wir vor Trafenmünde nach Hamburg fahren und nicht anders, und nicht andersherum. Ja. So, ich freue mich schon, wenn ich dieses andere Lenkrad habe. Ey, das bockt dann mehr, ne? Aber ich werde dann auch richtig Gangschaltung und sowas benutzen. Das wird eine nice Sache. Am Wo will der Kreisverkehr Kollege sollte hin? uns Der will doch da, abnehmen. okay. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn ich neue Lenkrad habe. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen langsamer fahren, weil hier so ein Honk Nimm vor uns diese ist. Ausfahrt. Nehmt die Immer Ausfahrt, Alter. geradeaus. Weiter. So. Die Sicherheitsüberprüfung, die darf natürlich auch nicht fehlen. Fährt der Kollege jetzt als erstes? Nö. Ah, der hält. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, mal kurz hier doppelt gehupt, damit ich mich bedankt habe Route hier. neu berechnen. Was für neu berechnen? Ich bin doch richtig. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, 50 dürfen wir Immer fahren. geradeaus. Ist ja eigentlich noch ein anderer. Also, es sind gerade auf diesem Server nicht viele online, ne? Also, ich glaube 1000 irgendwas. Das ist auch der offizielle Server von Truckers MP. Es gibt natürlich auch noch so andere Server irgendwie, wo ich noch nicht drauf gespielt habe. Vielleicht könnte ich das auch mal machen. Wäre eigentlich auch eine nice Sache, ne? Aber habe ich aktuell jetzt noch nicht gemacht. Also mir macht wirklich LKW-Fahren-Simulation jetzt, also dieser Server, dieses Spiel hier, sehr viel Spaß. Muss man da wirklich sagen. Ist auf jeden Fall einer der Top-Spiele, die ich so spiele. So. Ich weiß gar nicht. Entweder ist GTA das meist, also von den Stunden her das meistgespielte Spiel, was ich gespielt habe. Oder halt Euro Truck Simulator. Ja. Eins von den beiden ist auf jeden Fall das Top-Top-Top-Dingens. So, wir fahren jetzt nach Hamburg, genau, nach geradeaus. Hamburg, da will ich ja hinziehen. Ist eine nice Stadt, deswegen. Natürlich sind alle Städte nice, aber. Ich feiere die Stadt einfach. Deswegen bin ich da auf jeden Fall hin. Aber erst nach der Ausbildung. Na, erstmal muss ich noch die Ausbildung fertig machen. Bin dann noch in der Schule. Dann muss ich die Ausbildung noch fertig machen für. Weiß ich noch nicht. Also, ich bewerbe mich ja bei mehreren. Eigentlich will ich Fachinformatiker für Systemoperationen machen. Aber mal gucken, ob das was wird. Wenn nicht, dann mache ich Straßenwärter. Also praktisch Autobahnmeisterei. Und ja. Hupt der? Ja. Ich das halt. Wenn gar nichts klappt, werde ich einfach LKW-Fahrer. Bitte links halten. Da mache ich eine Ausbildung dafür. Ich weiß gar nicht, verdient man mit einer Ausbildung mehr Geld beim LKW? Weiß es tatsächlich nicht. AH-Zentrum. Aber ich freue mich schon so, wenn ich dann auch in Hamburg wohne. Ne? Also das macht dann auf jeden Fall Bock auch. Da kann ich auch dann viel mehr machen. Vielleicht mache ich auch Roomtour, wo ich dann wohne. Also nicht wo ich wohne, aber wie ich wohne. Vielleicht mache ich auch ab und zu mal Vlogs, was so mein Leben abgeht. Also auf Insta meine ich jetzt Vlogs, also so praktisch so kurze Stories, was ich so gerade esse und so was. Ja, also falls ihr da drauf Bock habt, schaut auf jeden Fall auf mein Discord, Bitte auf rechts mein halten. Instagram vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr Instagram Dings folgt, reinfolgt. Ich weiß gar nicht, ich habe da glaube ich irgendwas mit 4000 Rechts halten. Follower Links oder nach rechts sowas. nehmen. Ich glaube, ich habe da 4000 Follower, aber ich weiß es auch nicht. Also würde mich auf jeden Fall freuen.
Schau doch auf jeden Fall auch auf meinen Discord-Server vorbei. Da habe ich bei die 300 Member geknackt. Ich würde mich natürlich auch freuen. Ich frage mich gerade, warum es hier leckt. Also hier sind gar keine Spieler außer einer. Egal. Wisst ihr was? Wir gehen eben kurz tanken hier. Nee. LKWs ist hier rechts. Bei uns gibt es gar nicht so LKW-Tankstellen, ne? Also so, da gibt es einfach nur Tankstelle, wo dann auch LKW und Auto tanken, glaube ich. Ich weiß es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Fragt mich doch nicht sowas. Also ganz ehrlich. Boah, einfach 1000 Euro für den Tank. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ist im LKW drin, im Tank. Links halten. Ich komme jetzt nicht raus, perfekt. Fahre ich hier einfach mal durch. So. Ich muss drehen. Warum muss ich denn drehen? Ich bin gerade übrigens falsch rausgefahren, aber egal. Ja, Aufliegerschaden, bla bla bla. Bin auch müde, merke ich gerade, als hier im Spiel drin. Aber macht nichts. Dann ändere ich das einfach später. Indem ich einfach mal scharf gehe. Nee, ihr seht ja oben, also in diesem Menü seht ihr ja dieses Schlafsymbol da. Und das ist blau. Wenn es rot wird, dann fallen die Augen auch zu. Also im Spiel jetzt. Ja. Also irgendwie ist hier in Hamburg niemand. Oh, okay. Ja, es könnte sein, Chat, dass ihr jetzt hier nichts mehr seht, weil es nur rumleckt. Falls ja, dann tut es mir natürlich sehr leid, aber ich kann dafür auch nichts tun. Ich kann halt vor Mühl nichts daran ändern. Bitte nicht gegenfahren, danke. So, bitte lass mich hier mal schnell wieder raus. Ich will aus dieser leckfreien Zone hier raus. Oh, zu schnell um die Kurve ist nicht gut. Er hat gerade irgendjemand gehupt. Das gehört. Biege nach links ab. Mann, warum leckt denn die Scheiße immer? Warum hat da einer gerade S reingeschrieben? Liter sind hier in diesem LKW drin anscheinend. Ich weiß, dass ich müde bin, Spiel. Ja, wir müssen gerade rausfahren. Wir sind immer noch in diese Leckzone, ey. Okay. Wir sind in 8 Kilometern angekommen, ey. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert einfach. Aber egal. So, komm, schneller jetzt hier. Wir fahren 50 km/h hier hoch. Das checke ich bei diesem Spiel auch nicht, ne? Ein LKW würde doch schon etwas schneller hier hochkommen, oder nicht? Oder ist er wirklich nur so lahm? Ja gut, LKW sind schon lahm, ne? Sind vielleicht auch manchmal nervig, aber... Jeder Mensch braucht diese LKW-Fahrer. Stellt euch mal vor, wir hätten keine LKWs, was wäre dann? Dann wären alle... Also dann würden wir ja gar nichts hierhin transportieren können. Beziehungsweise nur in so kleinen Mengen mit dem Auto. Du kannst dann aber auch wieder schneller fahren. Ne? Das ist halt auch wieder ein Ding. Hier ist eigentlich nur 50, aber egal. Darf so nicht im Dingens landen, das wäre schlecht. Also die rote Ampel sehe ich nicht. Also ich habe die nicht gesehen, ne? Da oben steht auch irgendjemand wieder. Links halten und dann links abbiegen. Hier auf dem Gras. Wer steht denn hier auf dem Gras? Links ab. Egal. Ah, jetzt kann ich sehen.
Hier unten? Da unten ist irgendjemand. Okay. Keine Ahnung wer, aber da ist auf jeden Fall jemand. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich am Ziel angekommen. Oh, jetzt fallen die Augen zu, glaube ich. Na, noch nicht. Normalerweise müssten die eigentlich zufallen, aber egal, machen die nicht. Demnächst links abbiegen. Wisst ihr, ich muss heute nichts zahlen. Ich gehe einfach mal. Einfach mal hier rechts. So. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur keinen Bock, da rumzustehen. Es ist vorbei. So. Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren, in Travemünde. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Salo. Ciao, ciao.